Hallo und herzlich willkommen zu Teil 10 meines Let's Plays von The Longest Journey. Das Video entstand aus einer Session auf Twitch. Ich habe es gekürzt und mit Kapiteln versehen. Diese findet ihr unten in der Beschreibung zum Draufklicken, bei YouTube auch in der Abspielleiste und auf PeerTube über den Kapitelbutton im Player. Ich freue mich natürlich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Fragen wir nochmal diesen adrett dastehenden Polizisten. Wachtmeister? Ja, Ma'am. Können Sie mir den Weg zum MTI-Gebäude zeigen? Natürlich. Sehen Sie den großen, wuchtigen Turm da drüben? Ist es das? Ja, Ma'am. Ist gut, danke. Nicht der Rede wert, Ma'am. Ja, das ist doch ein sehr auskunftsfreudiger Mensch. Wir können auch noch mal ins Tagebuch reinschauen. Genau. Um so ein bisschen zu gucken, was wir als letztes eigentlich gemacht haben. Naja, wir haben gesehen, wie der weiße Drache gestorben ist. Und der ist aber wiedergeboren worden. Das haben wir auch mitbekommen, beziehungsweise wir waren live dabei. Genau. Und unsere Aufgabe als April Ryan, die zwischen den Welten Stark und Arcadia hin und her reisen kann, und das haben wir jetzt auch wirklich gelernt, also den größten Teil des Spieles haben wir das nicht machen können, also nicht bewusst auslösen können, sondern es ist immer irgendwie passiert und man braucht da irgendwie Hilfestellung oder so und es war Zufall. Und jetzt haben wir doch tatsächlich die Möglichkeit, bewusst auszulösen. Ich muss hier mal nochmal gucken, ob das Mikro ein bisschen hoch geregelt ist. Es leuchtet hier so ungünstig gelb, das wollen wir natürlich vermeiden. Sieht aber eigentlich nur aus wie sonst auch. genau. Und aber außerdem hier einen Filter drin, sodass bestimmte Hintergrundgeräusche rausgefiltert werden sollten. Funktioniert scheinbar auch. Genau. Und da haben wir jetzt hier diese, also die gesamte Geschichte wird im Tagebuch festgehalten. Das heißt, wir können eigentlich jede Aktion, die wir gemacht haben, nochmal nachlesen, um zu gucken, was haben wir eigentlich gemacht. Und dann ist halt geschrieben, als hätte unsere Protagonistin April das selbst aufgeschrieben. Genau, da waren wir dabei. Und dann sind wir wieder in die Wissenschaftswelt Stark zurückgekehrt aus der Magiewelt und haben Scheiben, also mehrere Scheiben, die wir gesammelt hatten, Steine zu einer Scheibe zusammengesetzt. Und wir haben zwei Drachenaugenjuwelen. Dafür brauchen wir 4 für diese Scheibe. Das heißt, es fehlen uns noch 2. Wir haben auch eine Sternenkarte, das stimmt. Und wir haben einen gefälschten Ausweis, mit dem sind wir überhaupt hier hingekommen, wo wir jetzt sind. Und dann können wir zum Hauptquartier. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch. Und Und Cortez haben wir lange nicht gesehen. Was April nicht weiß, was wir als Zuschauer aber gesehen haben, ist, dass der irgendwie gefangen oder gefunden wurde und was mit ihm passiert ist, genau noch nicht gezeigt, aber wir hatten eine Sequenz, wo das zumindest angedeutet wurde, dass da was Ungünstiges passiert ist. Oh, und ich glaube, wow, ich erinnere mich an diese Szene. Ein falscher römischer Palast. Fast wie in Las Vegas. Da möchte jemand angesprochen werden. Hallo, Jerry? Gerald, haben Sie einen Termin? Ich möchte einen Freund besuchen. Ach, tatsächlich? Dann müsste Ihr Name eigentlich in meinem Terminkalender stehen, oder? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich gar keine Verabredung. Was Sie nicht sagen. Und natürlich haben Sie auch keinen Freund im Gebäude. Nein. Dann würde ich doch vorschlagen, dass Sie sich umdrehen und das Gebäude verlassen. Dies ist ein Privatgebäude. Das klingt sehr nach Arschloch. Wie ruft man den Aufzug? Lassen Sie das, Fräulein. Ich rufe ihn.
Ist gut, danke. Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich rufe ihn für Leute, die in diesem Gebäude arbeiten. Und für alle, die einen Termin mit Leuten haben, die hier arbeiten. Sie sind, wie soll ich es ausdrücken, Straßenpöbel. Eine Gossengürbe. Abschaum. An dem Tag, an dem Höflichkeit unterrichtet wurde, hast du in der Schule gefehlt. Stimmt's, Jerry? Da kann man von ausgehen. Gerald, bitte verlassen Sie das Gebäude. Ich glaube, der mag uns nicht. Weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Es ist so ein Gefühl. Auf welcher Etage finde ich Jacob McAllen? Hier arbeitet kein Jacob McAllen, Fräulein. Arbeitet hier nicht. Gibt es hier überhaupt irgendwelche McAllens? Ich bin ja nicht wählerisch. Ich gebe keine privaten Informationen an Personen wie Sie weiter. Das ist brav, Jerry. Jared, es wäre nett, wenn Sie nun endlich gehen würden, Fräulein. Das wäre aber auch nett, wenn du einfach machen würdest, was ich will. Kann ich dich bestechen? Wie bitte? Was? Ein bisschen Geld, damit du mich ungesehen in den Aufzug lässt. Um Himmels Willen, Fräulein, natürlich nicht. Ich komme nicht aus derart gewöhnlichen Kreisen. Ich bin sicher, dass selbst so ein standhafter Typ wie du, Jerry, ab und zu etwas Taschengeld braucht. Gerald. Und nein, das brauche ich nicht. Und jetzt möchte ich, dass sie verschwinden. Aber ein bisschen plötzlich. Ich danke dir vielmals, Jerry. Oh, Gerald. Und wenn sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei. Ach ja, der ist nicht gut. Zumindest macht es den Eindruck. Also er möchte oder er kann nichts für uns tun. Jetzt bin ich natürlich tatsächlich ein bisschen im Zweifel. Ich habe ja hier diesen Ausweis. Wir müssen irgendwas machen, um da reinzukommen. Das weiß ich auch noch. Aber ich wäre jetzt auch tatsächlich unsicher. Beeindruckend. Was das ist. Erschreckend neofaschistische Art. Ich werde noch mal kurz Ruhe. Sehr schöne Maus holen, weil das hier mit dem Touchpad noch ein bisschen sehr anstrengend. Hier unten. Hier unten ist er. Ja, gucke. Ja. Immer mal den Kameramann sagen, wo man ist. So. Geht doch schon voran. Mit dem Mäuschen. Ja, dann befürchte ich, dass wir gar nicht viel machen können an der Stelle hier, weil wir brauchen offensichtlich noch irgendwie einen Grund, auch in das Gebäude reinzukommen. Und so richtig andere Gesprächsmöglichkeiten hat er uns ja nicht. Hallo, da bin ich wieder. Jerry. Gerald, habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen verschwinden. Danke, Jerry. Teechen aufsetzen. So. Ja, dann sehe ich das hier nicht so als Einladung, sondern eher so als Rauswurf. Und wenn wir hier rausgeworfen werden, dann gehen wir halt. Wissen wir also, wo wir hier hinkommen mit dem Shuttle? Wir wissen auch, dass wir hier in der Boutique unsere Klamotten haben wechseln können. Wir haben auch in diesem Pizza-Automaten schon erfahren, dass die Pizza sehr ungesund ist und dass man sie nicht kaufen soll. Ein Bingo-Pizza-Automat. Ich konnte die Dinger nie ausstehen. Die schmecken wie gewürzte, in Fett gekochte Pappe. Es tut mir leid, aber dieser Bingo-Pizza-Automat wurde auf Anweisung des örtlichen Gesundheitsamtes stillgelegt. Wenn Sie oder ein Familienmitglied kürzlich eine Bingo-Pizza verzehrt haben,
Begeben Sie sich bitte unverzüglich in das nächste Krankenhaus. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und das ist doch positiv. Ne? Also, dass sie einem auch sagen, man soll gleich ins Krankenhaus gehen. Das ist ja wirklich sehr positiv. So, was haben wir denn noch? Können die hier auch noch nicht reintun in die Scheibe? Das bringt uns also scheinbar nichts. Wir haben aber diese Sternenkarte. Aber die können wir auch mit nichts verwenden, was wir so dabei haben. Ja. Hatten wir noch den Zugang zu der Dame? Das ist hier offenbar so eine Vorlobby oder sowas, Foyer. Schwupp, schwupp. Genau. Und da können wir nicht weiter hin. Und mit der Dame können wir wohl sprechen. Ah, und da können wir uns, glaube ich, ich glaube, ich erinnere mich daran, da kann man sich jetzt anmelden, dass man auf die Kolonien, zu den Kolonien transportiert wird. Dafür muss man aber sozusagen sein Leben hier aufgeben auf der Erde und dann überschreibt man irgendwie seine Arbeitskraft und alles, was man sonst so besitzt im körpergeistigen Zustand, an diese Firma und dafür bezahlen die einem die Überfahrt und blablabla. Also das machen wir, glaube ich, am Ende dann. So. Oh, ansonsten können wir hier rausgehen. Das ist besser als gar nichts. Manchmal kann man ja nicht mal mehr rausgehen. Aber hier müssen wir offensichtlich auch nochmal raus, weil könnte mir vorstellen, sehr schön aus, finde ich. Auch sehr schön flüssig. Also zumindest hier beim Vorschaufenster, wo aber immer noch die Bitrate als instabil angegeben wird. Obwohl hier das sehr grün leuchtet. Weiß nicht, ob er mit den 60 Frames irgendwie ein Problem hat. Man weiß es nicht. Nun gut. Ziehen wir uns in die U-Bahn zurück. Und gehen wir zu dem einzig anderen Ort, den wir noch anrufen. Nein, stimmt nicht. Wir können sogar noch an einen dritten Ort. Aber ich glaube, es ist hier, dass ich hier nochmal mit dem Herrn Dingsbums sprechen muss. Obwohl ich nicht genau weiß, worüber, wenn ich bin. Aber die Sternenkarte. Ich glaube, es könnte über die Sternenkarte sein. Der Chat ist auch immer noch nicht verbunden. Ich vermute ja fast, dass es gegebenenfalls gar keinen Fehler mit dem Film gibt, sondern mit diesem Twitch-Fenster. Natürlich Spaß und Zeit mal einfach mal. Den Browser neu starten. Dafür hat man den mehr. Nicht wahr? So, hinein in die Garage. Ach, guck mal, jetzt zeigt er zumindest auch den Chat an, den ich schon getippt habe. Immer noch instabil. Weiß nicht, warum das instabil ist. So, da ist er nämlich hier, der Flipper Burns. Angezeigt als Burns Flipper. Aber offensichtlich weiß niemand so richtig, wie der Name gedacht ist. Jetzt können wir, glaube ich, ihm hier diese sehr schöne Sternenkarte mal angedeihen lassen.
Der kann uns womöglich sagen, wo das ist, wo wir dahin müssen. Das Kannst du das für mich entziffern? Sieht alt aus. Das muss alt sein. Aus einem Museum ausgeraubt? Sowas kann ich gut. Es ist ein Geschenk. Könntest du die Koordinaten des Kreuzes aus der Position der Sterne ermitteln? Kein Problem, solange das Ding genau ist. Ich muss nur ein paar chemische Tests durchführen, wann es hergestellt wurde, und dann aus der Rotation die Konstellation finden und berechnen. Was kostet das? Diesmal? Du hast noch was gut wegen der Antigravsteuerung. Funktioniert prima. Könnte sogar zwei Personen gleichzeitig tragen. Das wollte ich gar nicht wissen. Wann hast du die Ergebnisse? Die chemischen Tests muss ein Freund machen, der mir noch einen Gefallen schuldet. Komm später wieder. Mach ich. Aber warte diesmal nicht eine ganze Woche. Verstanden. So. Das war offensichtlich noch so eine Sache, die wir machen sollten. Jetzt ist die Frage, das letzte Mal, als wir hier waren, da wurden ja, da war ja die Hölle los, da wurden wir ja angegriffen, beziehungsweise eigentlich sollten wir nur verhört oder gefangen genommen werden von irgendeiner Polizei. Da hat ein Typ unsere beste Freundin erschossen. Aber wir haben hinterher erfahren, dass es wohl nicht ganz, also es ist nicht wirklich getötet worden. So, und jetzt seitdem waren wir eigentlich nicht mehr zurück zu unserem Zimmer, wo wir wohnen, und auch nicht zum Café Fringe, wo wir gearbeitet haben und unsere Freunde sind. Wir könnten natürlich einfach. Ich kann nicht nach Venice zurück. Okay. Dort warten schon die Agenten der Neuerer auf mich. Ja, also wir könnten da nicht hin. Aber scheinbar auch nicht zur Polizei. Das war noch ein zweiter Ort, bei dem wir uns das letzte Mal befunden haben. Ist aber auch ein Krach. So, und ansonsten können wir diesen Aufzug benutzen, wo wir ja nun schon waren. Oh, da hat offensichtlich jemand eine Pizza aus dem Pizzaautomaten geholt. Und dann weggeworfen. Wer macht denn sowas? Was für eine Verschwendung. Das ist nur der Karton. Also essen wir sie nicht. Das ist ja auch keine gute Idee, wie wir gelernt haben. Aber jetzt haben wir offensichtlich diesen Karton. Und wenn da auch eine Pizza drin ist, oder egal, ob da eine Pizza drin ist oder nicht, können wir uns natürlich jetzt als Pizzabotin ausgeben, nicht? So eine Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen. So. Hier noch mal schön Hintergrundgeräusche. So, und jetzt kriege ich dich. Oder nicht? Oder nicht? Oh, krieg ich dich wohl. So.
Ich habe hier eine Pizza für McEl. Tatsächlich? Es gibt hier keinen... Moment mal, waren Sie nicht eben schon hier? Ich? Nö. Nein. Ich liefere Pizzen nach Venice. Hier oben war ich noch nie. Nette Hütten, saubere Fußwege und gute Luft. Ich könnte schwören. Na gut, geben Sie mir die Pizza. Ich sorge dafür, dass Mr. McEl sie so schnell wie möglich erhält. So nicht, Süßer. Die muss jetzt abgeliefert werden, bevor sie kalt wird. Du weißt doch, wie Mr. McEl reagiert, wenn der Mozzarella kalt ist. Ich kann hier im Moment nicht weg. Na gut, steigen Sie in den Aufzug. Ich schicke Sie zu Mr. McEls Büro hinauf. Aber Sie kommen sofort wieder runter. Verstanden? Ehrenwort. Auf dem Schreibtisch liegen Dokumente verstreut. Das ist immer gut. Papiere. Hier gibt es nichts. Aha. Das bin ich. Das ist mein Name, meine Adresse. Offensichtlich sind sie... Himmel, sie verfolgen mich, sie überwachen mich. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ich würde sagen, erwischt. Du warst die letzte Person, die ich erwartet hätte, Reisende. Ich habe Unsummen an Geld und Material aufgewendet, um dich zu finden, noch bevor wir deinen Namen kannten, bevor du nach Newport kamst. Und dann... fällst du mir einfach in den Schoß, wie ein Maus, den eine große Falle tappt. Suchst du etwa den Hüter? Tut mir leid, aber er ist nicht hier. Er wird woanders festgehalten. Offensichtlich. Er erwartet deine Anweisungen. Du hast doch welche, nicht? Die Anweisungen zum Weg ins Reich des Hüters. Ich weiß, wo der Eingang liegt, aber ich werde es dir nicht verraten. Das ist natürlich eine gute Haltung. Aber genau genommen wissen wir es noch nicht. Irgendwo, wo die Sternenkarte hin zeigt, aber wir wissen ja noch nicht, wo die Sternenkarte hin ist. Tut mir leid, ich habe den Eingang zum Reich des Hüters nicht gefunden. Schade. Wirklich schade. Ich dachte, du wärst auf deiner Reise durch Arcadia gut vorangekommen. Aber wenigstens hast du die Scheibe und die beiden Juwelen, die mir fehlen. Sehr fürsorglich von dir. Ich dachte schon, ich müsste sie mir selbst holen. Ich habe Freunde. Oh, die hast du. Die hast du. Die allerbesten Freunde. Dass ich nicht lache, Mädchen. Hast du wirklich erwartet, dass dein guter Freund Cortez dir die Wahrheit erzählt? Oder dass er dich wie ein Märchenheld retten kommt? Sie benutzen dich. Tobias, Cortez, der verfluchte Kinn, alles deine Freunde. Sie benutzen dich allesamt für ihre eigenen egoistischen Gründe. Sie sind nicht anders als ich, Reisende, um keinen Deut besser. Sie haben mir geholfen, im Gegensatz zu dir. Wirklich nicht? Ich hätte dich schon früher fangen können, Reisende. Ich hatte meine Augen und Ohren in Arcadia und du hast dort mehrfach ein richtiges Theater abgezogen. Aber
Schade, ich habe dich bei deinen Geschäften in Ruhe gelassen. Und jetzt kommst du mit so wertvollen Geschenken zu mir. Also erzähl mir nicht, ich hätte dir nicht geholfen, wie ich dir jetzt helfe. Nein, man hat dich wie jeden anderen auch von der Wahrheit ferngehalten, Reisende. Du bist auch nur eine Figur auf dem großen Schachbrett und nicht mal eine wichtige. Du bist nur ein Bauer. Jetzt gib mir die Scheibe und die Juwelen, die Drachenaugen, damit wir das Spiel beenden können. Wie passend, du kämpfst wie eine... Ich bin sicher, dass du mehr über das Reich des Hüters weißt, als du zugibst. Ich werde die Information auch bald bekommen. Schon sehr bald. Ja. Ich werde dir gar nichts geben. Ich habe eine Armee ergebener Soldaten in diesem Gebäude, Reisende. Mir gehört diese Stadt. Was willst du tun? Eine Revolte mit deinen Freunden anzetteln? Vergiss das Reisen. Hier gibt es magische Barrieren, die das verhindern. Na schön, ich gebe auf. Hier sind die Scheibe und die Juwelen. Siehst du, ich habe nicht gelogen, wie einige deiner Komplizen. Du hast keine Wahl. Du musst mir geben, was du hast. Gut. Wen kümmert es auch? Ich bin erschöpft und ich gebe auf. Cortez hat mich verlassen. Ich habe meine beiden besten Freunde verletzt und vielleicht hast du sogar recht. Vielleicht bist du nicht anders als die Wächter. Vielleicht sind sie genauso schlecht wie du und vielleicht verdient ihr einander. Es spielt keine Rolle mehr, du hast gewonnen. Was wirst du jetzt tun? Lass mich raten. Das war wohl der heldenhafte Versuch, dem Schurken ein Geständnis zu entlocken, bevor der letzte Akt des Stücks beginnt. Fein. Ich bin immer für eine befriedigende Auflösung. Was jetzt? Ich habe den Hüter. Ich habe die Scheibe. Und die Juwelen. Den Schlüssel zum Turm. Einen an der Scheibe hat er die. Und wenn du ein artiges Mädchen bist, werde ich bald wissen, wo der Eingang liegt. Du brauchst mich also nicht mehr? Ehrlich gesagt, nein. Aber jetzt, wo ich den Hüter habe, ist deine Rolle ausgespielt. Natürlich erst, nachdem du mir erzählt hast, was du weißt. Was wird dann aus mir? Nichts. Ich lasse dich einfach gehen. Das glauben wir alle. Du kannst mir nichts mehr anhaben. Und ich bin nicht gewalttätig. Normalerweise jedenfalls nicht. Was denn normalerweise? Was ist Cortez zugestoßen? Cortez? Gordon hat sich um ihn gekümmert. Er hat sich zu sehr eingemischt. Es gibt Regeln und Cortez hat sie verletzt. Er hat dich in die Sache verstrickt. Er hat ganz klar die Regeln verletzt. Wie bist du zu den anderen beiden Juwelen gekommen? Eins besaß ich schon seit ewigen Zeiten. Das andere kam vor einer Woche durch glückliche Umstände in meinen Besitz. Und jetzt habe ich auch noch die beiden letzten. Und die Scheibe. Warum hast du die Juwelen und die Teile der Scheibe nicht selbst gesucht? Ich hätte es getan. Aber meine Macht über Arcadia war leider begrenzt. Bis jetzt. Die Tyren erwiesen sich als wertvolle Ergänzung meiner... Gefolgschaft. Mit ihrer Hilfe konnte ich den größten Teil meiner Opposition in Arcadia loswerden. Trotzdem hätte ich der Hilfe der Wächter bedurft, um die Steine zu finden. Ich bin zwar ein charismatischer Mann, aber ich bezweifle, dass sie mir alles erzählt hätten. Und glaubst du, dass die magischen Rassen mir geholfen hätten? Nein, sie mussten auf ihren Erlöser warten und darauf, dass ich die Prophezeiung erfülle. Und du schienst die Richtige zu sein. Warum hätte ich das nicht ausnutzen sollen?
Auch das weiße und das blaue Juwel der Draken hätten sich mir nicht ergeben. Den Kampf musste ich tunlichst vermeiden. Was wirst du tun, wenn du den Eingang zum Reich der Hüter geöffnet hast? Gordon Holloway wird den Platz des Hüters im Turm übernehmen und nach meinen Vorstellungen regieren. Die Welten werden vereint und die Erde wird wieder ein Reich sein, wie es war und wie es immer hätte sein sollen. Das ist also alles Teil deines Plans, die Erde zu beherrschen? Wenn du es so siehst, ja. Aber ich werde ein gnädiger und gerechter Herrscher sein, meine Liebe. So klingt's. Wo ist der Haken? Genau so klingt's. Du bist schon über 60. In weiteren 60 Jahren bist du tot. Und was dann? Hinterlässt du dein Königreich deinem Erstgeborenen? Ich werde viel länger als nur noch 60 Jahre hier sein. Sehr viel länger. Du kennst mich tatsächlich nicht, oder? Du weißt nichts über mich. Offenbar nicht. Aber die Zeit läuft, Reisende, und das Rad des Gleichgewichts dreht sich weiter. Bitte steige rechts in den Fahrstuhl. Ich möchte dir etwas zeigen. Was denkst du? Was ist das? Das ist das Endergebnis jahrhundertelanger Arbeit und Forschung der Neuerer. Eine Zuchtstation für Reisende wie dich. Reisende Krieger. Sag mir, was hältst du davon? Ja, gute Frage. Ne? Spielt es eine Rolle? Spielt es eine Rolle, was ich denke? Nein, ich bin nur höflich. Und jetzt gib mir die Scheibe und die Juwelen. Aber diesmal keine Tricks, sonst müsste ich dir sehr wehtun. Man auch nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, die einfach zu zerstören, herunterzuwerfen, irgendwie in der Richtung. Ich frage dich zum letzten Mal, aber nur, weil ich ein geduldiger Mensch bin. Wo ist der Eingang zum Reich der Hüter? Und ich sag dir zum allerletzten Mal, weil ich eine geduldige Frau bin. Fahr zur Hölle! Das ist alles, was ich im Moment wissen muss. Ich lasse dich jetzt eine Weile allein. Wenn ich zurückkomme, wirst du nicht mehr so störrisch sein. Warum sollte man die Person, die das definitiv alles verhindern will, in dem Raum, wo alles verhindern werden kann? Aufzug verriegelt. Ausgang Gleiterplatz geschlossen. Ausgang Gleiterplatz. Mir hier.
Tja, hier haben wir ein grafisches Fehlerchen aus. Oh, das war kein guter Einfall. Ja, ich wusste ja nicht, dass es da nicht weitergeht. Wollen wir das nicht lieber bei einer Tasse Kaffee diskutieren, anstatt dieses Ich-muss-April-umbringen-Spielchen zu spielen? Gute Idee. Na gut. Hilfe! Du scheinst in schlechte Gesellschaft geraten zu sein, Signorita. Du solltest das nächste Mal besser aufpassen. Wo hast du gesteckt? Was? Du hast dir Sorgen gemacht? Ja. Nein, ich meine, ich hatte Angst, du wärst... Na, du weißt schon, tot. Du sorgst dich also um mich? Ave Maria Purissima. Du sagst nicht mir, ich soll verschwinden? Das wird mir fehlen. Ach, lach nicht darüber, Cortez. Ich hätte deine Hilfe in den letzten Tagen mehr als einmal gebraucht, aber du warst nie da. Perdóname. Vergib mir, Señorita. Ich war indisponiert. Als ich gestern Abend endlich aus meinem Gefängnis entfliehen konnte, habe ich sofort nach dir gesucht. Ich muss sagen, du hast eine interessante Spur hinterlassen. Was soll das heißen? Das Grenzhaus, genau genommen fast ganz Venice, stand unter Bewachung. Die Neuerer fragen sich, wie du es geschafft hast, ihren Agenten zu entwischen. Mit Magie? Das dachte ich mir. Du hast in Arcadia wohl einiges dazugelernt. Ich bin ein richtiger Pfadfinder geworden. Es ist erstaunlich, wie man über sich selbst hinauswächst, wenn es nicht anders geht. I see. Ich habe es bemerkt. Gut. Oder auch nicht. Wie haben die Neuerer dich erwischt? Mit einer kleinen Armee und der Hilfe eines sehr gefährlichen Mannes, Gordon Holloway. Ich habe ihn kennengelernt. Nicht gerade umgänglich. Nee. Und könnte etwas Sonne vertragen. Gordon ist ein Geschöpf der reinen Logik. Er wurde als Kind geteilt. Eine Hälfte zog nach Stark, die andere nach Arcadia. Er ist das Opfer eines furchtbaren Experiments der Neuerer. Der Strudel des Chaos, stimmt's? Genau. Seine ungezähmte, magische, chaotische Hälfte. Was die Leute seine Seele nennen würden. Gordon wäre der Hüter geworden, wenn ihn die Neuerer nicht gebrochen hätten. Ich kenne die Geschichte. Kann er trotzdem Hüter werden? Die Neuerer glauben es. Aber wenn er Hüter wird, wird er das Gleichgewicht verdrehen und zu seinem Vorteil missbrauchen. Ich darf gar nicht daran denken, welche Auswirkungen das hätte. Hast du mir wirklich alles erzählt, was ich wissen muss, Cortez? Worüber? Darüber. Über alles, was mir in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe dir alles erzählt, was ich dir erzählen konnte. Ja, klar. Wie du weißt, habe ich ein Gespräch zwischen dir und deinem Freund Vater Raoul belauscht. Und dann MacAllan. Jacob MacAllan? Ist er hier? Er war hier. Er ließ diesen Mutanten auf mich los, damit ich ihm erzähle, wo das Portal zum Reich des Hüters liegt. Ei, Dios mio. Wir müssen dich so schnell wie möglich hier wegbringen. Er ist sehr gefährlich. Oha. Na, wenn das kein Familientreffen ist. Wo würde ich es nicht nennen? Du kannst mich nicht hinters Licht führen, Bruder. Isso da jest a genisiat. Die Neuerer? Mir ist dir nicht eingefallen. Wenn du dich schon in die Angelegenheiten der Sterblichen einmischt, wäre es besser gewesen, etwas subtiler vorzugehen. Er packte den Drachen und hielt ihn 1000 Jahre fest. Endlich wieder frei, Bruder. Thais, Thais. Giselle.
dass du unter Menschen weilst, in einem Männerkörper und mit einem Männernamen wie MacAllan. Das Gleichgewicht hat es nicht gut mit dir gemeint. Das Gleichgewicht wird sterben, Bruder. Die Waagschale senkt sich und die alten Mauern stürzen ein. Das Zeitalter der Drachen steht bevor, egal, ob du dich uns anschließt oder nicht. Bei dir mitmachen? Du stehst für alles, was ich verachte. Du hasst und fürchtest diese Sterblichen so sehr, dass du das Chaos über sie bringst, um sie zu vernichten. Aber du wirst dich nur selbst zerstören. Unsere Zeit wird kommen, aber nicht durch dein Handeln. Sind die Welten der Sterblichen so wichtig für dich, dass du vergisst, wer du bist? Ich habe nie vergessen, wer ich bin. Das hast nur du verbrochen, Bruder. Ossis! Kommt man sich schon vor, als ob man in so eine Familienfeier geplatzt ist. Du bist Fleisch von meinem Fleisch. Mein Blutsverwandter. Du bist ein unsterblicher Drache. Unsere Schicksale lasten auf der Waagschale des Universums. Wo hast du nur all die Klischees her? Blutsverwandte. Stört es dich gar nicht, dass sich das anhört wie aus einem schlechten Stück? Naja, dein Sarkasmus wird mir nicht fehlen, Bruder. Er wirkte immer ein wenig angestrengt. Tabas! Zwischensequenz. Cortez! Ein Drehkind. Cortez' Uhr ist stehen geblieben. Oh nein, sein Herz. Das hat Brian also gemeint, als er sagte, Cortez nennt sie sein Herz. Sein Herz schlägt nicht mehr. Ist Cortez tot? Ich kann es einfach nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn, weil... tot. Alle sterben. Aber warum nur? Ich kann nicht... Alle, die ich liebe, sterben. Alle, die ich liebe. Isolationskammer entriegeln? Ich glaube, ja. So, jetzt haben wir also die Scheinscheibe mit allen Dings. Mit allen Augen. Was für eine herrliche Aussicht. Von hier oben kann ich die ganze Stadt sehen. Was ist das? Es sieht, liebes Bisschen, es sieht menschlich aus. Ich glaube, die Neuerer züchten diese Wesen aus irgendeinem Grund. Vielleicht als Soldaten? Den Krieg muss ich verhindern. Gut, jetzt können wir einfach gehen. Tatsächlich. Das ist schon eher irritierend. Warum hat das so lange gedauert? Verzeihung, ich rede mit Ihnen. Halt! Du nervst, Jerry. Oh.
Dafür, dass doch immer sehr viel Action irgendwie in unserer Umgebung passiert, hat man darauf wenig Einfluss. Es ist ein bisschen ein Kritikpunkt, den man auch an anderen Serien haben könnte, wie zum Beispiel Harry Potter, dass der Protagonist eigentlich bis am Anfang relativ wenig Aktion hat. Und immer mehr so um ihn herum Dinge passieren. Und auch häufig ohne, dass er irgendwas dazu beigetragen hat. So, nun ist es aber so, dass wir gar nicht wissen, was da passiert ist. Wieder zur U-Bahn, ne? Und jetzt holen wir wohl mal unseren Sternkarten, unser Sternkarteninterpretations irgendwas. Ach, das ist schon schön flüssig, muss man sagen. Steht immer noch instabil da, aber wenn man in den komischen Dings geht, in den Inspektor von Twitch, dann sagt er auch stabil. Und das ist es auch. Es ist stabil. Sieht hier auch bei mir alles sehr stabil aus. Stabile 60 Frames. Stabile Statistik. Durchschnittliche Frame-Render-Zeit 10 Millisekunden. Manchmal 12. Ich weiß nicht, was du willst. So. Alle paar Sekunden geht auch mal ein Frame verloren. Liegt aber womöglich eher an der Tatsache. Weiß ich nicht. Was liegen könnte. Dass es nicht 59,97 Frames sind. Hallo Flipper? Oh nein, was ist mit dir passiert? Sie haben auf mich geschossen und die Karte mitgenommen. Oh. Wer? Es tut mir leid. Ich dachte, aber sie hat mir versprochen, ich würde wieder laufen können. Wer hat es versprochen? Holloway, die Neuere. Ich hatte einen Vertrag mit ihnen, wenn du hier wieder auftauchst, sollte ich sie benachrichtigen. Sie wollten die Informationen auf der Karte, sie wollten dich. Du hast mich an die Neuerer verkauft? Es tut mir so leid. Sie haben mich bedroht. Sie sagten, du kannst wieder laufen oder du stirbst. Deine Wahl. Meine Wahl. Ich verstehe. Bleib ruhig und beweg dich nicht. Ich rufe die Polizei und dann... Nein! Nein! Nicht. Ich sterbe und sie würden mich nur ins Gefängnis werfen. Hör zu, April. Ich habe die Karte entziffert. Sie haben sie mitgenommen, aber ich habe eine Kopie gemacht. Da drüben. Auf dem Bildschirm. Was muss ich da sehen? Ich habe mit der Karte, die du mir gegeben hast, herumgespielt. Und da fehlten Informationen. Ich... Warum ruhst du dich nicht etwas aus? Sag bitte nichts. Ich muss aber. Sie haben die Karte. Siehst du das blinkende Kreuz? Das ist das Ziel auf der Karte. Irgendeine Anomalie, schätze ich. Darüber gibt's in keiner Datenbank was. Aber rechts, rechts daneben liegt ein Raumhafen. Die Station Morgenstern. Transferterminal zu den Kolonien, Luxus, Hotels, Casinos. Um zu dieser Position auf der Karte zu kommen, musst du nach Morgenstern fliegen.
Halloway wollte etwas mitbringen. Nach oben auf die Station. Ich hörte sie darüber reden. Es hörte sich wichtig an. Der Hüter. Er muss der Hüter sein. Diese Typen sind gefährlich. Sei vorsichtig. Ich bin unsere einzige Chance. Ich weiß. Pack sie dir. Geh nach oben. Nach Morgenstern. Tu, was du zu tun hast. Das werde ich. Es tut mir leid. Fehlt dir was, Flipper? Flipper! Verdammt. Danke. Ja. Ich würde ja sagen, der Bogen funktioniert nicht so richtig, weil man den zwar, also man trifft ihn gar nicht so häufig, aber dann ist er doch eher nervig, hätte ich gesagt. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn man ihn dann sterben lassen will und es soll einen Impact haben. Aber gut, wir haben ein Ergebnis für unsere Kartenrecherche. Eigentlich was schriftlich? Nein, wir haben nichts schriftlich, wir haben nur die Steinscheibe. So, aber jetzt wissen wir, wir müssen zur Station Morgenstern und jetzt wissen wir, also was heißt jetzt wissen wir, wissen wir auch, wie wir da hinkommen. Nämlich, indem wir uns freiwillig melden, ist ja ganz klar. Achso, da müssen wir nach unten gehen. Wenn wir da nach unten gehen, dann kann man hier auch U-Bahn fahren. So. Es ist ein bisschen viel Backtracking an dieser Stelle. Also man hätte jetzt natürlich die Geschichte auch so erzählen können, dass wir nicht 2 bis 3 Mal wieder hier hinlaufen müssen. Aber gut. Offensichtlich mussten wir erst dahin, um die Karte abzugeben, damit dann dieses Pizza-Event stattfinden konnte. Folglich ist es natürlich auch ein Stück weit sinnvoll. Sonst hätten wir die Karte ja dabei gehabt und man hätte sie uns abnehmen können. Und so weiter und so fort. Aber da merkt man halt auch bei den Adventures, es ist doch immer ein bisschen auch gezwungen. Und dass das so ein bisschen organisch, auch die Erzählung so organisch wirkt, ist dann, entweder ist es sehr linear, das ist es ja im Grunde hier auch. Also du kannst bestimmte Dinge einfach nur dann machen, wenn du vorher andere Dinge gemacht hast. Aber, dass man so, was heute in Open-World-Spielen natürlich üblich ist, dass man die Dinge in einer anderen Reihenfolge machen könnte oder vielleicht auch so optimal lösen kann, dass man gar nicht so viel hin und her laufen muss, das ist hier schlicht und einfach nicht vorgesehen. Gut, das wäre jetzt vielleicht ein Zeitpunkt, um mal hier zu speichern. Wir sind zwar immer noch im 11. Kapitel, aber ich könnte mir vorstellen, wir wechseln auch demnächst dann wieder. Ja, kommen hier lange Wege. Lange Wege. Nicht kurze Wege. Jetzt werden wir mit dieser sehr unterhaltsamen Dame nochmal sprechen, mit der wir vorhin schon gesprochen hatten. Nicht vorhin, beim vorletzten Mal, glaube ich. Willkommen, Madame. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, und jetzt haben wir nämlich hier die Möglichkeit, uns als Kolonist einzutragen. Ich möchte mich als Kolonist eintragen. Sehr gut, Madame. Sie werden diese Entscheidung nicht bereuen. Das kann ich Ihnen versichern. Ich fürchte doch. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Gut. Wir werden uns bemühen, die perfekte Kolonie für Ihre Bedürfnisse zu finden, nachdem Sie diesen einfachen Auswahlfragebogen ausgefüllt haben. Warum nennen Sie es nicht einfach Sklaverei? Das ist es doch, oder etwa nicht? Gewiss nicht, Madame. Unsere Siedler werden bestens versorgt und voll bezahlt. Egal. Ich muss an Bord eines Schiffes, das mich durch die Morgenstern-Transferstation bringt. Es gibt ein Schiff, das heute Abend mit Kolonisten nach Bokamba 8 startet. Es macht einen Zwischenstopp auf Morgenstern. Aber Sie sollten vielleicht erst unsere Broschüren durchlesen. Tragen Sie mich für, wie war das noch, Bokamba 8 ein. Da möchte ich hin. In Ordnung, Madame. Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis aus Newport und legen Sie Ihren Daumen auf das schwarze Feld. Schon sind Sie registriert.
Flug, fertig. So, das war's, Madame. Sie sind jetzt eingetragen. Wenn Sie jetzt nur Ihr Gepäck nehmen... Kein Gepäck. Gar nichts, Madame? Auch nicht schlimm. Sie erhalten alles, was Sie brauchen, wenn Sie in der Kolonie ankommen. Gehen Sie einfach zum Warteraum beim Ausgang 1. Ich muss Sie noch daran erinnern, wenn Sie heute Abend nicht an Bord des Schiffes gehen, stellt dies einen Vertragsbruch dar und wir werden Sie inhaftieren lassen. Ihnen auch noch einen schönen Tag. So eine schöne Raumstation. Naja, obwohl so schön ist sie gar nicht. Da haben wir schon Kapitel 12 erreicht. In einem sehr hübschen Aufenthaltsraum. Ja. Die Frage, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich noch dunkel, dass hier an der Bord des Schiffs oder der Station man jetzt auch noch mal eine relativ große Menge Quests machen kann und muss. Alle wirken müde und verloren. Alle wirken müde und verloren. Da muss schon ein echter Notfall eintreten, bevor ich einen Fuß ins Männerklo setze. Abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Hier sind 300 Frauen und die Damentoilette ist abgeschlossen. Na prima. Wenn man mehr als einen Koffer hat, muss man den Rest zurücklassen. Dann filzen diese Verbrecher den Inhalt und verkaufen alles an die Geschäfte, nachdem sie die Halle geleert haben. Das ist natürlich auch ein Businessmodell, ne? Ja, wollen wir mit der Wache eine Stationswache, die Kolonisten von den Sperrgebieten fernhält. Mit anderen Worten, er passt auf, dass keiner abhaut. Wir sind Kolonisten. Viele Kolonisten. Kann aber auch mit niemandem scheinbar reden oder so. Okay, wir können nicht auf die Damentoilette, weil die zu ist. Die Herrentoilette. Gehen wir nur im Notfall, aber da die Herrentoilette kaputt ist, wäre es ja ein Notfall, würde ich brauchen. Dann kann man ja für Aufregung sorgen, dadurch, dass man da mal darauf hinweist. Ne? Reise will ich lieber nicht antreten. Tief durchatmen und versuch nicht zu atmen. Wäre auch lustig gewesen, wenn die jetzt auch noch zu gewesen wäre. Aber offenbar ist das nicht der Fall. So, was haben wir denn? Wir haben ein Waschbecken und einen Automaten. Pop up, wenn Männlichkeit gefragt ist. Wirkt sofort. Das Geheimnis ist gelüftet. Ja, dann nehmen wir doch dann mal was mit, ne? Um Pop-Up, den Quell der Manneskraft, zu kaufen, führen Sie bitte Ihre Bank- oder Kreditkarte ein. Na, aber doch mit Freude. Vielen Dank, dass Sie Pop-Up, den Quell der Manneskraft, gekauft haben. Den Quell der Manneskraft. Bitte beachten Sie, dass die unmäßige Anwendung von Pop-Up, dem Quell der Manneskraft, unkontrollierte Zuckungen auslösen kann.
Das wollen wir natürlich. Und mir die Finger schmutzig machen? Kaum. Kein gutes... Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben besteht aus dem Hin- und Herschieben von Müll. Komische Sache. Hallöchen, da ist ein Loch in der Wand. Gut getarnt. Ich muss zugeben, das sind Sicherheitsfanatiker. Fest verschraubt. Verflucht sei der Tag, an dem ich meinen Schraubenzieher hergegeben habe. Ich werde ein andermal gehen. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Okay, haben wir was zum Aufmachen? Nein, wir haben eine Flöte, aber die funktioniert hier nicht, weil die ist eigentlich nur für unseren Kumpel in Arcadia. Kann man mit einer Münze natürlich häufig auf so ein Gitter aufschrauben. Weiß der gute Handwerker natürlich. Zumindest, wenn er viele Adventures gespielt hat. So. Das Licht am Ende des Tunnels. Er führt wohl in einen größeren Luftschacht oder Versorgungstunnel. Offensichtlich so groß, dass man aufrecht darin gehen kann. Das ist schon irritierend, oder? Ah, ja. Ach, ich erinnere mich wieder dunkel, dass ich das auch schon mal gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe das ganze Spiel ja schon mal durchgespielt, von daher müsste ich das alles noch wissen, aber es ist natürlich nicht so, weil es mindestens auch schon mehr als 10 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal das Ding durchgespielt habe. Ah, und hier kann man jetzt auf jeden Fall irgendwie diese Dinge umschalten, damit man dann in bestimmten... Also hier sind wir losgegangen. Wenn man dann in bestimmte Gegenden vordringen kann, in die man sonst nicht kommt. Also hier, wo es grün ist, kann man, glaube ich, jetzt schon hin. Oder es hat irgendwas auch noch mit der Bewachung zu tun. Ich glaube, wir müssen irgendwie noch die Bewachung ändern. Aber das bedeutet ja erstmal, glaube ich, wir kommen hier irgendwie hin. Genau. Hier steht aber eine Wache. Und weil da eine Wache liegt, so als hat da gerade jemand gerufen, aber es kann eigentlich hier niemand sein, der ruft. Weil da aber eine Wache ist, können wir dem jetzt, glaube ich, hier nicht, also können wir hier nicht raus. So. Haben wir noch die andere Möglichkeit, diesen Ausgang hier. Genau, und da war hier diese Überwachungskamera. Sie ist über ein Glasfaserkabel mit einem Stationsbildschirm verbunden. So, sie zeigt aber in diese Richtung. Oder? Auf jeden Fall haben wir jetzt aber auch nichts da, um die Kamera vom Gegenteil zu überzeugen. Wir können hier den linken Flur gehen, wir können hier die Tür verwenden. Wenn ich weitergehe, werde ich von der Kamera erfasst. Und auf die Art Starrummel kann ich verzichten. Okay. Also das geht nicht. Hier können wir aber auch nicht hin. Hier können wir aber auch nicht hin. Wenn ich weitergehe, werde ich von der Kamera erfasst. Ja. Gut. Also müssen wir irgendwas mit der Kamera machen. Vorher müssen wir aber irgendwas mit der Wache machen wahrscheinlich. Weil wir da bestimmt hin müssen, um mit der Kamera was machen. Ansonsten ist hier einfach nur ein sehr langer Tunnel. Und sonst nichts. Übrigens, ganz ohne Kommentar haben wir schon wieder die Klamotten gewechselt. Das ist jetzt schon mehrfach passiert. Das heißt übrigens immer nur, dass die Textur ausgetauscht wird. Das generelle Kleidungsmodell ist offensichtlich immer das gleiche. Aber diesmal offenbar diese Ausrüstung hier von den Dings. So. Von unserem neuen Arbeitgeber. Würde ich ja annehmen.
Wenn man mehr als einen Koffer hat, muss man den Rest zurücklassen. Dann filzen diese Verbrecher den Inhalt und verkaufen alles an die Geschäfte. Hier darfst du nicht durch, Kolonist. Da dürfen wir nicht durch, Kolonist. Können wir ihm denn hier so einen Kopf abgeben? Nein, können wir offenbar nicht. Eine Stationswache. Auch nicht mit ihm sprechen. Dann sind hier, wie gesagt, noch sehr viele einzelne Kolonisten, die aber alle eine Masse darstellen, mit denen wir uns nicht separat. Ja, was könnten wir denn machen? Wir haben dieses Zeug, das könnten wir natürlich auch dieser Wache in den Kaffee tun, wenn wir an den Kaffee rankämen. Mir ist aber nicht so richtig klar, wie das gehen soll. Ich kann ja nicht aus dem Loch heraustreten. Und hier ist noch ein Mülleimer, den können wir aber nicht anklicken. Dann haben wir, wie gesagt, dieses Pop-up, dann haben wir noch einen Goldring. Und ansonsten haben wir auch gar nichts. Könnte man ja überlegen, dass wir eventuell jetzt mal diese. Dass wir eventuell diese. Diese Kamera irgendwie manipulieren. Ah, ich kann das Kabel anfassen. Dann ziehen wir noch mal ein Kabel raus, ne? Was ist hier los? Wer ist da? Peter, stehen bleiben! Sofort stehen bleiben! Ist eine genug? Ach, zum Henker, ich tue sie alle rein, nur um sicher zu gehen. Ich kann sie ja nicht selbst gebrauchen. Wegen der Männlichkeit, ne? Oh, jetzt hat er offensichtlich das Ding repariert. Eine der Stationswachen. Das schmeckt irgendwie komisch. Ich fühle mich... Himmel. Ich spüre tatsächlich... Oh, verdammt. Hoffentlich hat Madame Joyce roter Salon auf der Promenade geöffnet. Das hier ist ein echter Notfall. Notfall? Mann. Gut. Zum Glück hat man uns hier allein gelassen. Irgendwer hat eine Patience gelegt. Ich glaube, hier sind alle Gefangenen der Station aufgeführt. Mal sehen. Genau. Zellenbelegung. Zelle 1, Agnes T. Bryan. Zelle 2, Ruth Pavani. Zelle 3, Morgan Enger. Zelle 4, Hammer Hansen. Zelle 5, Flücht G. Holloway. G. Holloway? Gordon? Das muss er sein. Der Hüter sitzt in Zelle 5. Zelle 5. Oh, wir haben ein grünes hervorragend von Twitch bekommen, offensichtlich. Jetzt ist die Bitrate zuverlässig. Offensichtlich. Finde das. Finde ich auch gut, wenn er das gut findet. So. Ja. Das ist auch. Da können wir jetzt nämlich irgendwie die Aufsicht oder die Aufsichtspersonen können wir da jetzt.
Müssen freigeben, berichten. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Können wir da jetzt verschieben? Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Okay, da ist jetzt also eine Wache im Ruhebereich und damit müssten wir zum Zellenblock kommen. Das sollte auch funktionieren, weil wir können ja jetzt die Kamera ausschalten. Dann wären wir ja auch nicht aufgenommen. Zumindest wäre das mein Verständnis von einer Kamera. Ach so, aber ist auch keiner mehr da. Deswegen ist auch egal. Bedeutet, wenn wir jetzt hier oben hinlaufen. Ja, genau, dann sind wir im Zellenblock. Was? Du sollst dich nicht angucken. Den Knopf drücken. Ein elektronisches Schloss mit einer verschiebbaren Abdeckung. Aha. Ein elektronisches Schloss mit einer verschiebbaren Abdeckung. Ich weiß nicht so richtig, was mir das sagen soll. Aber das heißt wahrscheinlich, ich muss hier noch irgendwie einen Schlüssel besorgen oder so, weißt du? Ach, ist das alles unnötig kompliziert, finden Sie nicht? Also müssen wir wahrscheinlich zu einem der anderen Räume noch hin, die da noch möglicherweise erreichbar wären. Da haben wir jetzt den Dings weggeschickt. Jetzt hätten wir noch die Möglichkeit zur Luftschleuse oder zum Frachtraum. Negativ auf Ihre Anfragezentrale. Jemand macht gerade Pause. Ende. Ja. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Okay. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Da hat offensichtlich jemand in der Übersetzung geschlafen. Oder es ist sogar ein Fehler im Originalspiel. Das weiß ich gar nicht, was da stand. Aber ich glaube ja, dass der Fehler war auch schon im Original irgendwie drin. Okay, jetzt schicken wir denjenigen vom Bestätigt Zentrale. Mache Pause. In die Ende. Pause. Und wir müssen jetzt hier unten lang gehen. Und dann kommen wir dahin. Hoffe ich. Denke ich, glaube ich. Glaube ich, mache hier vielleicht noch 20 Minütchen oder so und dann machen wir noch ein Stündchen oder was. Würde ich ja mal gerne Cyberpunk ausprobieren. Also ausprobieren, ich habe das schon mal gespielt hier über den über Twitch nur so zum Testen und es funktionierte ganz gut. Und wenn der Netz, wenn die Netzverbindung es hergibt, müsste es eigentlich auch. F-202-1. Oh. Die Inventardatenbank. Darin sind alle Teile gespeichert, die im Frachtraum gelagert werden. Hier ist nichts, wonach ich suche. Ach so? Hätte ja jetzt gesagt, ich suche nach einem Schlüssel. Aber das finden sie nicht gut. Okay. Das dachte ich nicht, dass das ein Problem werden würde. Dann haben wir noch einen dritten Anlaufpunkt, würde ich denken.
Dann können wir nämlich jetzt denjenigen, der gerade Pause macht, wieder bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Und den in der Luftschleuse. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Ah, war eigentlich... Na gut, lass uns hoffen, dass wir trotzdem da langkommen und in die Luftschleuse. Oder ist hier irgendwas, was ich übersehen habe, was ich mitnehmen kann? Also ich meine, es wäre ja irgendwie sinnvoll, wenn die Wache den Schlüssel hat, ne? Ich werde den Kaffee der Wache mit etwas synthetischer Liebe würzen. Hier ist ein Mantel, den ich natürlich komplett visuell übersehen habe, weil er sich so gut ins Hintergrund bildet. Da ist was in der Tasche. Ja. Ein kurzer, dünner Zylinder. Ah. Ich glaube, das ist ein Magnetschlüssel. Der kann recht nützlich sein. Ja. Könnte er wohl. Gut, dann Kommando zurück. Wer auch immer hier im Ruhebereich ist, hier wieder arbeiten. Bestätige den Befehlzentrale. Beziehe Position. Wer auch immer hier im Zellenblock ist, verpisse sich. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Sind wir schon da? Wissen gar nicht, dass wir unterwegs sind. Außerdem hängt es davon ab, wo da ist. Einen wunderschönen guten Abend aber auf jeden Fall. Kannst gleich mal Feedback geben, wie flüssig ist das Bild? Für mich heute mein Ziel gewesen. Flüssig Stream mit 60 Frames. Ja, wir sind auf der längsten Reise, ich weiß, habe ich ja verstanden. Sind wir auch immer noch. Wir sind jetzt im Weltraum schon. Also noch weiter kann man ja kaum noch weg. Ja, momentan sieht man ja nur auch nicht so richtig viel davon. So. Depp, 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 depp. War übrigens ein OBS-Mac-Problem. Weil nämlich man die Fensteraufnahmenfunktion im OBS unter Mac nicht verwenden kann. Die ist immer, die leckt immer. Egal wie toll die Hardware ist, die leckt grundsätzlich, wenn man es über die Fensteraufnahme macht. Man muss es über die Bildschirmaufnahme machen. Genau, da wollten wir auch nicht hin, wir wollten hier zum anderen Flur. Und jetzt habe ich es über die Bildschirm. Nein, es ist offensichtlich nur ein Problem von OBS in Kombination mit dem Mac, weil es auf OBS mit Windows funktioniert und auf Mac alleine funktioniert es ja auch. Ich habe es ja mit Twitch Studio genauso gemacht, dass ich das Fenster freigegeben habe und nicht den ganzen Bildschirm. Wenn ich aber hier die Bildschirmfreigabe verwende und dann sage, er soll es auf ein Fenster zuschneiden, dann ist es flüssig. Und das kann mir keiner erklären, das ist offensichtlich ein lang bekanntes Problem. Aber hiermit gelöst. Ach so, jetzt müssen wir den ganzen Weg noch laufen. Die kommt einfach mal schnell. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Also nur zur Referenz, ich habe gerade eine CPU-Auslastung von ungefähr 17% und er streamt 6000 Kilobit pro Sekunde, 60 Frames pro Sekunde, 1080p. Eigentlich fast vollständig auf Hardware-Unterstützung. Also auf Grafikkarten, Hardware. Ich bin da sehr stolz. Funktioniert relativ unproblematisch. Hallo, du warst schwer zu finden. Du sprichst Narwin? Kommst du aus Arcadia? Nein, aber ich habe viel geübt. Ich bin ein Reisender wie du. Und wie es aussieht, der nächste Hüter. Obwohl ich im Moment nur April bin. Adrian. Bist du hier, um mich zu befreien oder um mich noch weiter auszufragen? Ich gehöre zu den Guten. Eigentlich bin ich die Letzte, die von den Guten übrig geblieben ist. Das auch was. Das Gleichgewicht bricht zusammen. Ich wollte das Reich des Hüters nicht verlassen, aber ich musste es tun. Niemand macht dir einen Vorwurf. Aber wenn wir nicht bald losgehen, werden wir die Welt nicht mehr retten können. Die Welten. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Was sollen wir tun? Bleib in meiner Nähe und lass mich alles erledigen. Ich habe in letzter Zeit viel Übung mit Ausflüchten bekommen. Ich werde alles tun, was du sagst. Jetzt läuft er mir, glaube ich, wirklich hinterher. Tatsächlich. Wie ein Zombie.
hat sich keiner bemüht, irgendwie mal ein gutes Motion Capturing zu machen. Wenn du übrigens das Kabel rausziehst. Nein, ich glaube, es ist ein ganz normaler Mensch. Aber er sollte eigentlich der Hüter sein. Von daher ist er nicht ganz normal. Komisch, dass sich die Kamera offensichtlich weiter... einfach bewegt. Na gut. So, jetzt haben wir hier diese sehr schönen Überwachungsanlagenplan. Genau, jetzt schicken wir diese Gruppe wieder. Bestätige den Befehlszentrale. Beziehe Position. Wir schicken den Ende. Wieder hin und dass er auf dem Zäunenblock steht und wir nehmen die von der Luftschleuse und bestätigt Zentrale. Mache Pause. Ende. Das ist bestimmt wieder ein nutzloses Backtracking. Ich weiß genau, wir müssen auch in diesem Frachtraum. Aber gut. Lustigerweise steht er da mitten im Gang. Wir können dann ganz entspannt dran vorbeigehen. So, und jetzt gehen wir zur Luftschleuse, weil da keiner steht. Dim, 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 dim. Überall, wo Obst sind, sind auch Obstfliegen. Soweit ich verstehe, liegt das Portal zum Reich der Hüter, ein Wurmloch oder so, irgendwo außerhalb der Station. Nicht weit von dieser Metallkiste. Nicht weit. Ich kann es spüren, es ruft mich. Vielleicht eine Tagesreise zu Fuß. Glaub mir, wir werden viel schneller sein. Bleib hier, während ich alles vorbereite. Geh auf gar keinen Fall weg, hörst du? Ich bleibe hier. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Ort macht mir Angst. Wenn man in einen Raum gebracht wird und da ist nichts anklickbar außer einer dicken roten Taste, hätte man sich das dann nicht auch sparen können? Eine Ein-Mann-Kapsel. Sie wird benutzt, um außerhalb der Station Wartungsarbeiten durchzuführen. In der Schule haben wir ähnliche Kapseln zum Spaß in Simulationen benutzt. Interessant. Eine Ein-Mann-Kapsel. Ja. Ich habe schon einige Erfahrungen mit diesen Dingern. Sie sind ausgesprochen wendig und schnell. Aber jetzt scheinbar auch die einzige, die man auslösen kann. Ist noch eine gelbe Taste. Warum sagt mir das denn keiner? Dann drücke ich doch vielleicht auch die nochmal. Also andere Tasten sind hier auch nicht. Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Warte einfach hier. Ich versuche, einen Weg durch das Wurmloch zu finden. Ja, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass wir diese Kapsel nehmen müssen.
oder nicht. Das ist also die Frage, warum gehen wir nicht in diese Kapsel rein? Eine Ein-Mann-Kapsel. Ich habe schon einige Erfahrungen mit diesen Dingern. Sie sind ausgesprochen wendig und schnell. Sauerstofffilter? Verdammt, der Filter fehlt. Ah, Sauerstofffilter. 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 Das kriegen wir hin. Ja, und? Haben wir das nicht alle? Man sollte ja meinen, dass das in der Zukunft noch viel üblicher ist als in der Vergangenheit. Und wir haben ja in meiner Vergangenheit schon gezockt in der Schule. So, jetzt kommt nämlich hier unnötiges Backtracking. Die zweite oder dritte heute schon, würde ich sagen. Jetzt gucken wir wieder auf den Plan. Dann schicken wir den, der hier gerade Pause macht. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Genau. Ende. Dann nehmen wir den vom Frachtraum. Bestätige, Zentrale. Mache Pause. Ende. Jetzt ist der Weg hier frei. Das heißt, wir laufen dahin. Da war ich vorhin schon mal. Weil ich wusste ja, dass ich dahin muss. Kann ich hier eigentlich mal meinen geilen Übergang machen? Ach, jetzt kriegt man nämlich auch Sound, wenn der Übergang gemacht wird. Da geht einiges. Ach lustig, dann hab nur ich den nicht gehört. Ich finde auch, er passt nicht unbedingt zu dem, was das Visuelle eigentlich abbilden soll. Aber es ist der Sound, mit dem das Video kam. Ich starte eine Schnellsuche nach dem Sauerstofffilter, den ich brauche. Kapseln, Ersatzteile, Sauerstofffilter. Na endlich! Sie haben jede Menge davon auf Lager. Im Bereich LC9. LC9. So. Müsste man nur wissen, wo das ist. G43 15 und 16. R190, R952 und A696. F2021. Du lieber Himmel, das dauert ja ewig. Das da oben ist T11 und da unten ist V413. C34, 102 und 103, D99, 1 bis 4 und E2019. Q45, 30, 31 und 33. Was ist wohl mit der 32 passiert? Dann L93, L94 und L108. Tja, so fortschrittlich ist die Technologie offensichtlich dann doch wieder nicht. G42, 1 bis... Die ganze Reihe scheint zur G42-Serie zu gehören. G98, 10, 13 und L10, 10, 11 und 12. Ja, ist es also nicht was? E14, 89 bis 102 und L10, 9. Oh, L10, 9. Das muss es sein.
Na, endlich. Wir mussten auch nicht mal... Achso, ging auch gar nicht. Das war die letzte Möglichkeit, wo man was hätte klicken können. Naja. Hinaus, hinaus. Hin und wieder noch ein bisschen viel Clipping fehlen. So, nun. Achso, ja, wieder schnell dahin. Dann nochmal umstellen. Wir müssen jetzt natürlich wieder zurück zu dem komischen Gerät. Schwupp. Das heißt, ihn hier wieder. Das ist hier ein Textfehler, haben wir schon festgestellt. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ja, ja. Ende. Dann ihn hier natürlich wieder. Bestätige, Zentrale. Mache Pause. Ende. Und dann hinaus. So, wieder einer dieser hilfreichen herumstehenden. So. Und dann kann es ja eigentlich nur noch so sein, dass wir diesen sehr schönen Sauerstofffilter, den wir jetzt mühevoll mitgebracht haben, in diese Kapsel einführen. Dann ist er grün. Sauerstofffilter. Und jetzt können wir auch die gelbe Taste drücken. Die gelbe Taste drücken. Na dann, hinaus. Steig in diese Maschine. Was ist das? Eine Kapsel mit einem besonderen Raumanzug. Ach, du kannst ja nicht wissen, wovon ich rede. Jedenfalls wird es dich schützen, wenn wir durch das Portal reisen. Das ist das Wichtigste. Wie kann ich es benutzen? Du brauchst nichts zu tun. Ich werde direkt nach dir starten. Und wenn ich dich eingeholt habe, reisen wir gemeinsam durch das Portal. Ich verstehe. Eines noch, April. Wenn wir in das Reich des Hüters kommen, werden wir vielleicht getrennt. Ich muss dich warnen. Wovor? Vor den drei Prüfungen, die du bestehen musst, bevor du zum Brunnen der Schöpfung kommst. Drei Prüfungen? Noch mehr Prüfungen? Ich dachte jetzt, wo ich die Scheibe habe... Die Scheibe ist nur der Schlüssel und der Ersatz für die Scheibe, die ich zerbrach, als ich den Turm verließ. Du musst dem Gleichgewicht noch beweisen, dass du würdig bist, 1000 Jahre lang die Verantwortung des Hüteamtes zu übernehmen. Ah, okay. Ja stimmt, das ist der alte Hüter. Wie laufen die drei Prüfungen ab? Ist der, den wir ersetzen sollen. Die erste Prüfung ist die der Macht. Vernichte einen mächtigen Gegner mit Hilfe deiner magischen und kriegerischen Begabung. Na toll. Ich habe weder eine magische noch eine kriegerische Begabung. Ja, das stimmt nicht ganz. Und die zweite Prüfung? Die zweite Prüfung ist die des Geistes. Du musst dich deiner größten Furcht, der Dunkelheit in deinem Herzen, stellen, um weiterzukommen. Spinnen? Vielleicht kennst du deine größte Furcht noch gar nicht, April. Womöglich. Sie ist in deinem Herzen verschlossen. Die dritte Prüfung ist die der Materie. Um zum Brunnen der Schöpfung zu gelangen, musst du mit allen Mitteln eine schier unüberwindliche Barriere hinter dir lassen. Die dritte Prüfung klingt noch am einfachsten. Und war's das? Wenn ich alle drei Prüfungen bestehe, bin ich durch? Ja. Wie ich schon sagte, besteht die Möglichkeit, dass ich nicht bei dir sein kann. In dem Fall musst du dich auf dem Weg zum Turm machen. Gut, ich hab's verstanden. Aber jetzt sollten wir uns beeilen, bevor uns jemand findet. Steig in die Kapsel und mach dir keine Sorgen. Ich bin direkt hinter dir.
Speching Facts. Ein Arsch. Und da sind wir bei Kapitel 13 angekommen. Roll Credits. Hallo? Ist da jemand? Verglichen mit diesem Ort war Arcadia regelrecht normal. Blauer Sand, sowas habe ich außer bei Picasso noch nie gesehen. So. Da sind wir doch ja heute relativ gut und flüssig sehr weit gekommen, wenn wir jetzt schon bei Kapitel 13 sind. Ich habe Kapitel 12 gar nicht abgespeichert, fällt mir gerade auf. Na gut. Kapitel 13. Aber an der Stelle würde ich dann zumindest dieses Spiel für heute hier mal beenden. Denn das hat ja ganz gut funktioniert. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Ihr könnt mir gern auch auf YouTube oder PeerTube folgen. Da gibt es noch mehr Let's Plays und andere Videos. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis demnächst!